Hi, herzlich willkommen. Hier ist Fred Connor. Wir sind heute wieder mit der Kiowa unterwegs. Und wir sind heute hier in Syrien. Wir werden unser Loadout jetzt machen und dann werden wir ein bisschen Target Practice machen heute auf dem Plan. Soll stehen Cold Start, Fliegen, Flug, Beherrschung, Autopilot, Havan, Richtung vorgeben und so weiter. Das werden wir alles ausprobieren. Waffen werden sein ungelenkte Hydra-Raketen, die Browning 50 Kaliber, die 12,7 mm Browning, die Kal 50. Ja, genau. Das wird das heutige Ziel sein. Und im besten Fall wieder heil hier zurückkommen und landen. Vielleicht auch aufmunitionieren. Schauen wir mal. Okay, Leute. Lasst uns direkt anfangen. Wir werden mal die Bodencrew hier um Munition bitten und den linken Behälter. Die M3P500 mit 500 Schuss auswählen. Das ist die Browning 50 mm Gun. Der rechte Pylon soll belegt sein durch Luft, durch ungelenkte Raketen und zwar die Hydra 7x70 mm. Die haben, denke ich, eine ganz gute Power und zwar in HE. Fragt mich noch nicht, was die anderen alle. Das sind Hochexplosive, die anderen Versionen sind Laser-Guided. Die ersten, aber selbe Format wie die hier, Hochexplosiv, High Explosive, HE. Dann haben wir noch SM, wir haben die IL und TPSM. Das werden wir zum späteren Zeitpunkt der anderen Versionen uns anschauen, was die können und was die Spezifikationen sind. Roger, also wie gesagt, linker Pylon, unsere Browning Maschinengewehr und hier die ungelenkte Raketenhydra HE im HE-Format. So, Düppel und Fackel, beides 15. Wir werden den Treibstoff etwas mehr einstellen, denn ich starte den Hubschrauber. Ihr seht hier, wir liegen mit dem Startgewicht über den 5200, deshalb ist es rot jetzt mit 5322. Macht aber nichts, ich starte den Hubschrauber und werde ein klein bisschen was konfigurieren. Da verbrennen wir auch Sprit, von daher passt das schon. Was machen wir noch auf dem Dash des Kiowa? Können wir Rauchgranaten jeweils 3 Stück positionieren? Und zwar fangen wir an mit der rechten Dash. Hier ist es benannt mit Bomben, aber es sind Smoke Grenades, also Rauchgranaten. Die erste rechts wird blau sein. In der Mitte wählen wir grün aus. Und für links wählen wir eventuell gelb oder rot. Ich denke rot aus. Aber ihr seht es hier, violett können wir noch, weiß noch und yellow, white and yellow. Ich nehme red. Okay, dann haben wir alles gemacht. Vom Sprit über die Fackel und Düppel, über das Weapons Loadout. Und wir werden jetzt noch unser Default Livery wählen, also die Lackierung für unser Teil hier. Es sind jede Menge, die man sich hier auswählen kann. Was mir aber eigentlich ganz gut gefällt, ist das hier, weil hier auch der Sand und der Staub am Hubschrauber dran ist und er auch so ein bisschen ja, gebraucht halt eben aussieht, ja. Ich finde da aber auch gut, natürlich German Army, logisch, hier im German Army Format. Okay, dann nehmen wir das hier. Und dann bitten wir die Ground Crew, das zu installieren. Request refueling. Copy.
So, wenn vollgetankt ist, beginne ich den Hubschrauber zu starten. Die Ansicht des Piloten und des Co-Piloten, also die Buddies, könnte ich hier auswählen, hier mit reinmachen, auf meiner Seite oder eben auch beide. Ja. Hier kommen die Smoke Grenades gerade. Ihr seht die grüne in der Mitte, die blaue und noch die rote jetzt. Sprit ist drin, die rote fehlt noch. Was ist los? Hier, links außen, jawohl. Okay, von außen sehen wir unser Browning hier. Rearming complete. Und links die ungelenkten Hydra, den Hydra Pocket. Rocket Pod. Genau. Wir gehen mal auf die Freecam und schauen uns das mal näher an, die Browning hier. Jawohl. So sieht das Teil hier aus. So, jetzt wollte ich euch mal noch was zeigen. Dazu hier auch schön detailliert. Schauen wir uns natürlich auch mal kurz im Detail hier an, die Browning mit der Ladegurtzuführung, dem Munitionsgurt. 12,7 mm, wie gesagt, das ist die letzte modernisierte Version des Browning. Hier an der Waffenstation gibt es auch noch ein Laserpointer, Prinzip ein Laser-Zielgerät. So, was ich euch aber eigentlich noch zeigen wollte, dafür muss ich aber wieder ein bisschen rüber. So. Okay, so. Ja, es ist nicht so einfach, den Punkt so zu erwischen, dass ich es euch gut zeigen kann. Genau hier. Leute, ich zeige euch mal das Feature. Und zwar können wir hier... Kann ich das von außen? Ah, schade, von außen kann ich es leider nicht machen. Dann springen wir rein. Dann zeige ich es euch von drin. Ist egal. Ich bin jetzt hier beim Pilot. Ihr habt gesehen, der hat die Face Mask an. Das ist das komische Teil hier am diesen Kinnschutz. Da ist das Gesicht ganz verborgen. Das werde ich jetzt ändern. Wir springen auf den Co-Pilotensitz. Schauen mal rüber. Okay, geändert hat sich nichts. Falscher Button. Eventuell. Jetzt habe ich es beim... Warum funktioniert das nicht mehr? Eigentlich hatte ich das konfiguriert. Ah, ich glaube, das war anders. Sorry. Springen wir rüber. Jetzt hier, ihr seht ja, beim Pilot ist die Face Mask weg. Finde ich, sieht so cool aus. Das lassen wir auch so. Ich könnte dem jetzt hier noch ein Sonnenvisier verpassen. Seht ihr, wie es dunkel geworden ist eben. Also ein Pilot, ja, der kann hier wie so eine Art, ja, das Visier runter machen, den Sonnenschutz. Ich zeige euch mal, wie das dann aussieht. Hier mit dem Sonnenvisier. Dasselbe kann ich hier mit dem Co-Pilot machen. Na, schauen, warten wir mal, bis er den Kopf dreht, dann sehen wir es. Ja, hier, ne? Sonnenvisier. Okay, wir machen bei dem die Face Mask mal ab und machen Sonnenvisier hoch. Der sieht aber bescheuert aus. Obwohl, naja, es geht. Ja, gut. Ist ja aber auch egal. Aber der Pilot sieht schon extrem cool aus hier. Aber bei dem mache ich, ich finde den mit Sonnenbrille, sieht er ziemlich cool aus. Wir machen die Sonnenbrille weg. So, so sieht er geil aus, ne? Prima. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gefällt, ist, du hast hier, wenn ich die German Livery wähle, hat er immer noch die Uniform und das Camouflage der US-Armee an und auch das Patch entsprechend. Hier hätte man vielleicht, ja, hätte man vielleicht was ändern können, aber... Okay, was soll's. Also, ich glaube, ich weiß nicht, bei dem mache ich Face Mask wieder dran. Das sieht furchtbar aus. Ja, okay, komm mal, Face Mask wieder dran. Ich habe mir die entsprechenden Buttons konfiguriert. Gut. So. Ja, nice. Okay, dann fangen wir doch mal an. Wir machen unser Track eventuell rein. Nö. Wir machen es so.
Wir fangen mal an, die Mühle zu starten. Dann machen wir erstmal die Battery an. Gleich gibt es Warntöne entsprechend. Hier das MFD ist jetzt an. Wir machen mal einen Bit-Test hier. Wenn der Error 0 ist, Error 0, dann ist alles in Butter. Machen mal einen Test der Anzeigen hier noch. Funktioniert. Gut. Mach meinen Track ER wieder rein. So, ist das ein bisschen einfacher für mich. Okay, come on, dann machen wir weiter. Was haben wir? Wir haben die Batterie. Der Bus, der SS-Bus muss auf Start stehen. Und der AC Generator auf Off. DC Generator auch auf Off noch. Was wir noch brauchen, ist unser Fuel Boost auf On. Wir machen uns an die Collision Light an, damit die Bodenmannschaft weiß, dass hier gestartet wird. Den Fuel Lever natürlich auf On. Das ist er schon. Hier machen wir die Lichter an der Panels. Dann Ignition auf On. Fadec auf On. Digital Full. Authorized FADEC, ja, Full Authorized Digital Engine Controls, so heißt das. Genau, dann müssen wir die Zündung hier einschalten, dafür muss ich aber jetzt mal wieder die Bodies hier ausmachen. Für den Start ist das jetzt eh besser, wo wir alles bedienen müssen. Hier ist der Ignition Schlüsselschalter, schalten wir ein. Was brauchen wir noch? Okay, wir müssen hier einmal durchfahren und das Ganze aus dem Idle rausholen und dann können wir schon starten. Jetzt, man hört es auch schon, wie die Turbine kommt. Oder? Das bin gar nicht ich. War das jetzt Zufall? Nee, das ist ein Chinook weiter hinten dran. Na super. Ja, ich habe ein bisschen Probleme hier mit dem Throttle und mit dem Idle hier. So, aber jetzt. Jetzt. Ah, man hört, jetzt kommt's. Oder? Ja, man hört die Turbine. Geil, geil. Jawohl. So, hier machen wir mal ein bisschen leiser. Okay, Turbine kommt. Die Fehlermeldung quittieren wir mal. Und wir müssen jetzt, wo die Turbine läuft, den ESS auf Run stellen, den ESS-Bus, AC Generator auf On und den DC Generator ebenfalls auf On. Okay, dann passt es hier oben soweit. Dann schalten wir den das HF ein, IFF ein, Radar Warning, Train, Particle Separator, Sicherung rein. Hier oben den CMOS einschalten, Formation, Lights, Brightness, ER Beacon on. Wir schalten hier das CMS ein, machen einen kurzen Test. So, was haben wir noch? Wir quittieren mal die Alarme. Ja, Disengage brauchen wir noch. Das ist das hier, Power. Das ist das SCAS. Control. Ich weiß, ja, der Self-Test, das Radar Warning. Okay, Pitch, ja, und Pitch einschalten. Force Trim System, Force Trim on, Hydraulic System on, Radar Trip, genial. So,
Wir gehen hier auf Arm, hier fürs CMS. Fade-Deck ist auf Auto. Höhenmesser und Luftdruckbarometer ist eingestellt. Die Drehzahlen müssen wir jetzt hochfahren. Moment, wir schalten hier um. Batterieanzeige jetzt auf NR, Rotordrehzahl. Das sehen wir einmal hier und hier. Wir müssen jetzt die Rotordrehzahl hochfahren. Dann den Governor einschalten, der die Drehzahl dann automatisch immer auf diesem Level versucht einzupegeln. Dann muss hier eine kleine gelbe LED knapp über 100 oder bei 100 dann erscheinen. Dann ist alles korrekt. Machen wir das. Drehzahl hoch. Wir sehen, wie die Drehzahlen hier steigen. 100. Wir regeln sie hier mal bei 100 ein. Gehen auf den Governor auf plus einmal. Dann müsste sich das hier bei 100 einregeln und die kleine gelbe LED hier knapp über 100. Ja, am besten nochmal plus, so. Dann regelt er das fein ab. Mit unserem Throttle gehen wir dann komplett hoch, weil das... Dann kann der Governor über den kompletten Bereich hier verfügen und einregeln. Genau, so. Dann läuft alles soweit. Wir schauen mal in unserer Page. Okay, es liegen keine Fehlermeldungen mehr an. Was können wir noch machen? Wir können die Gun schon mal ready machen. Jetzt gehen wir dafür. Hier, man sieht mal von außen nochmal schauen. Wirklich geil, ja. Okay, Hubschrauber läuft. Wie gesagt, wir wollten auf den Co-Pilotensitz. Wir werden ja auch öfters mal durchswitchen. Co-Pilotensitz, was wir machen. Den Laser brauchen wir heute eigentlich nicht. Deswegen lasse ich den auf. Obwohl, doch, wir können Entfernungen messen damit. Ich gehe mal auf Arm. Mast Mount System schalte ich an. Das Mast Mount System hier von Stow Forward. Wobei, wenn man in der Gegend rumfliegt, habe ich in einem Ding gesehen. Das normale Procedure, also für die, die es nicht wissen, erstmal, das mountet Mast Mounted Sight ist das Ding hier. Da ist quasi auf dem Rotor nochmal so ein Mast drauf. Und auf diesem Mast sitzt im Prinzip die Optikeinheit. Die Kamerasteuerung killt mich nochmal. Sorry. Okay, weil ich wollte die freie Cam hier bewegen und das etwas zeigen. So. Okay, zoomen wir mal ran. Das hier ist das Mast Mount System. Den Mast klar zu erkennen. Oben sitzt die Optikeinheit drauf. Mit den zwei Sensoren. Einmal TV, also eine TV-Cam und einmal eine Infrarot-Cam. Genau. Dann switchen wir wieder hier rein. Und das ist dieses MMS. Das kann man mit diesem Button hier aktivieren. Wir wählen hier die Betriebsmodi des MMS hier an, off oder stowed. Das bedeutet, es ist nicht nach vorne die Optik, sondern nach hinten gedreht. Zeigt dann im Prinzip hier nach hinten bei stowed. So wie jetzt die Optik nach hinten. Warum ist das so? Oder warum lässt man das in der Regel nach hinten, wenn man noch nicht im Einsatzort oder Gebiet ist, damit die Optik logischerweise nicht verschmutzt, keine Vögel draufscheißen, keine Mücken, damit es den Dreck von vorne nicht auffängt, bis man dort ist, wo man aufklären möchte oder Targets aufpicken oder was auch immer. Dann geht es aus dem Stow raus, dann nimmt man die anderen Modis, darauf kommen wir noch zurück. Den Pre-Flight Mode kann man wählen. Hier sieht man dann auch, dann wird auf dem MFD was angezeigt, ne, von der Optik. Momentan steht das Teil auf TV. Das kann ich aber auch umschalten. Ich müsste nur noch mal gucken, wo war das? War das mit dem TIS?
Dann gibt's den Pre-Point nennt sich das. Mode. Ja, das ist, wenn du vordefinierten Punkt hast oder Waypoint, dann kannst du als Pre-Point designieren. Dann wird sich das MMS darauf slaven und genau darauf ausrichten. So, dann haben wir Forward, selbsterklärend, es schaut einfach nach vorne. Hier, wenn ich Forward eingebe, Forward Mode, ich weiß allerdings nicht, warum, ah ja, so, jetzt, Forward Mode, jetzt habe ich es aktiviert, jetzt dreht sich's von alleine im Prinzip in diesen Forward Mode und guckt jetzt nach vorne, ja. Unten haben wir den Search Mode. Ich kann noch nicht alle Modes auswendig, dafür wird die Zeit auch zu knapp, was alle Modes machen können. Aber ich kann es schon mal bedienen. Ich habe mir auch im Search tut es, glaube ich, ein bisschen schneller sich drehen. Ah ja, wenn ich einfach auf Vorwärts stelle. Nö, da geht es aber auch relativ schnell. Na gut. Ich lasse es jetzt, auch wenn es in der Realität anders ist, einfach mal auf. Ich habe mir hier die Knöpfe auch belegt und kann das auch so steuern. Ich muss es nicht immer mit der Maus hier machen. Ich lasse es jetzt mal im Forward-Modus, ganz einfach. Und den Laser, wie gesagt, zum Reichweite ermitteln oder erstmal um Feind überhaupt zu entdecken, benutzen wir dann dieses Teil. Was machen wir noch? Wir machen die Browning hier scharf. Wir können übrigens, ich zeige euch mal was, das ist eine Panzerung, ja, eine Panzerplatte aus Stahl. Die können wir hier entriegeln. Und der Grund ist folgender. Hier vorne ist eine M4 gehalten. Die kann ich als Co-Pilot abmachen. Ich zeige es euch. Und dann kann ich die hier nehmen. Und dann kann ich mit dem Ding hier zielen und feuern. Ja, gucken Sie das mal von außen an. Es ist auch animiert. Hier sieht man es. Ne, dann sitzt der hier drin. Machen wir mal die freie Cam, weil es so cool ist. Finde ich, ist ein sehr geiles Feature. Ich habe damit allerdings jetzt noch nicht große Erfahrung gemacht oder hier groß gefeuert oder ähnliches. Was wir aber machen. Er kriegt wieder seine Sonnenbrille, der hässliche Vogel. So, Sonnenbrille rein. Sein Visier. Allerdings sehen wir dann auch im Cockpit alles dunkler. Das ist die andere Seite, ne? Sieht aber halt cooler aus, ne? Wenn könnte der kein normales Visier drauf haben hier, genau, ne? Mit der M4, also das wäre das Feature, nur dass ihr es mal wisst. Eventuell probiere ich das heute auch aus. Da muss man doppelt klicken. Ach, come on, jetzt tut sich wieder Steuergeräte. Also ab und zu klinken die sich aus. Das ist echt bad. Hier müssen wir doppelt, mittlerer Mausbutton doppelt klicken. Dann kann ich es mit der Maus. Das M4 hier kann ich damit zielen. Allerdings ist es echt tricky, in einem bestimmten Bereich hier gut zu zielen oder dann auch zu treffen. Ist also, es ist nicht so einfach, ne? Ich kann natürlich mein Co-Pilot hier, dann haben wir auch, sehen wir auch die Hände, ne? Ja. Kannst hier rüber machen, das M4, ne? Und ja, okay. Gut, wieder Doppelklick. Dann sollten wir rauskommen, genau. Und dann kann ich es auch wieder verstauen. Das machen wir jetzt. Weg damit. Und dann packt das wieder hier rein. Ne? Sehr cool gemacht, sehr coole Animation auch.
So. Genau, was wollten wir noch tun? Wir müssen, damit wir die Browning einsetzen können, müssen wir Folgendes tun. Master Arm auf nicht Standby, sondern auf On. Also auf Armed. Dann müssen wir die Gun erstmal vorbereiten. Wir müssen sie in die Mitte erstmal den Schalter hier betätigen. Und ihr hört, hier wird die Munition zugeführt. Und dann müssen wir Recock machen. Dann wird die erste Kugel eingelegt und ab dann führt der Gurt automatisch immer nach. Man hat es schön gehört. Na schade, ich wollte das jetzt gerne filmen. Ist mir jetzt nicht gelungen. Das war zu, geht zu schnell. Und ich habe noch keine Kamera hier abgespeichert, die das hätte jetzt filmen können. Schade. Aber gut, ich bin überzeugt, es gibt eine Animation. Vielleicht kriege ich das mit der Wiederholung hin und dann schauen wir uns das nochmal an. Aber die Kaliber 50 ist jetzt einsatzbereit. Okay. So, gut. Was haben wir noch? Ja, wir springen wieder auf die rechte Seite zu unserem Piloten. Wir machen hier unser, ja, unsere Weapon Page. Ich zeige es euch mal. Wenn wir jetzt mit den Raketen, wir müssen ja generell mal auswählen, wenn wir unterwegs sind, Ziel angreifen wollen, mit was wir arbeiten wollen. Dann gibt es den Mode Weapon Select. Das müsst ihr euch halt alles belegen. Wen es interessiert, ich habe halt ein komplett eigenes Setup für mich, was für mich hier passt, mit meinen Knöpfen belegt. Da muss halt jeder für sich rumbasteln, ausprobieren. Aber klar, das Schlimmste ist halt immer erstmals konfigurieren, das rausfinden, wie es am besten funktioniert. Das benötigt halt unheimlich viel Zeit, ausprobieren, lernen und verstehen. Aber es ist ja auch ein Teil von dem, was wir gerne haben und wenn wir es dann beherrschen, macht es halt auch Spaß. So, jetzt habe ich versehentlich, bin ich gerade wieder aus dem Boot raus. So, jetzt hätte ich links die Browning angewählt. Und hier sieht man ja Gun. L500 Rounds, also RDS sind die Munitionszähler, ist das im Prinzip. Wenn ich einen Pot mit weniger angewählt hätte, dann müsste ich den von Hand einstellen und die Rounds angeben, wie viel drin sind. Das macht man dann, Moment, hier, Rounds ändern, ne? Du hast ja auch am Anfang die Möglichkeit zu sagen, du willst einen Pot mit 250 oder mit 100 nur oder mit 200 oder so irgendwas. Dann klickt man das hier an und dann würde man hier die 500, also clear machen. Dann sind die 500 gelöscht. Dann würde ich eingeben 250 zum Beispiel. Gehe auf Ender und schon wären die 250 drin. Allerdings, bei uns hat es ja gestimmt, gepasst. Wir gehen wieder auf Clear, geben wieder die 500 ein. Denn wir haben Pot mit 500, gehen auf Ender und schwupps, er hat es übernommen. Nur mal so. Gun Reticle Offset. Hiermit habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt. Mit den verschiedenen Zonen. Du kannst bei den Raketen verschiedene Zonen auswählen. Aber das habe ich. Ich habe identische Raketen. Du könntest das mixen, außer die Laser-Guided Rockets. Denn da kannst du nur eine Sorte pro Port wählen. Ansonsten könntest du da verschiedene Zonen bestücken. Und kannst auch Fuse, ob es bei Contact oder weiß der Geier, oder verzögert explodieren soll oder sonstiges, könntest du hier einstellen. Habe ich aber auch noch keine Ahnung, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich weiß, dass man das hier tun kann. Change Zones, da kann man auch einiges einstellen. Führt aber jetzt zu weit. So weit bin ich nicht. Ich kann die einfach jetzt schießen und habe keine verschiedenen Rockets. Von daher ist es jetzt auch nicht wichtig für uns. Für den heutigen Einsatz. Genau. So. Wie gesagt, das wäre die Guns. Rechts wären für die Missiles.
Mode Single Fire, Fuse, Zone A. Okay, das sind Dinge, da muss ich nochmal genauer schauen. Aber ich kann sie feuern und ich weiß, wie es geht. Ungelenkte Raketen, das ist kein großes Ding. Ich muss es dann halt nur anwählen, das entsprechende MFD. Gut, aber wir wollen wieder zurück. Gehen erstmal in den Navigationsmodus bzw. in das VSD. Hier habe ich meine Höhenangabe barometrisch und meine Geschwindigkeitsanzeige. Und hier den Radar Altimeter. Genau. Was gibt's noch? Okay, jetzt habe ich wieder was umgeschaltet, weil es gibt jetzt noch den Autopiloten. Den könnte ich jetzt auswählen und zwar mit AP. Ich habe mir den Knopf belegt. Ich möchte, und du kannst dir eine Anzeige machen lassen, was der Autopilot überhaupt macht oder in welchem Mode er ist. Zeige ich euch gerade mal. Das hier. Sehr, sehr nützlich. Ihr seht, links ist Speed. Hier links ist die Speed-Anzeige. Ihr müsst euch halt Knöpfe belegen, wo ihr vorgebt, was er machen soll. Schneller, langsamer. Radarhöhenmeter ist hier. Ihr könnt die Höhe eingeben, was er machen soll. Ob er hovern soll, ob er nach links hovern soll, nach rechts. Ob er im Orbit drehen soll, links oder rechts. Ob er dem Terrain folgen soll. Ihr könnt die Höhe eingeben, in der er es tun soll. Ihr könnt sagen, er soll keinem Terrain folgen, einfach nur eine bestimmte Route oder Richtung fliegen, Geschwindigkeitsangabe und alles und lenken könnt ihr damit hier. Hier unten seht ihr bei AI Task, was gerade angewählt ist. So, gut. Ich kann ihn theoretisch gesehen auch starten lassen. Mache ich aber nicht, ich starte von manuell. Gut. Und wenn ich den Autopilot brauche, dann schalte ich ihn wieder dazu. Solange mache ich das hier weg. Und ja, denn ich muss ja auch lernen, die Kiste zu fliegen. Und das werden wir natürlich tun. So. Ja. Gut, dann haben wir es soweit. Mal bestimmte Grundlagen schon mal geklärt. Oder habe ich euch gezeigt. War vielleicht ganz interessant auch so für euch hoffentlich, um ein klein bisschen Überblick zu bekommen. Hier haben wir noch die Torque-Anzeige. Unser Fuel Quantities hier. Und zwar mal LBS, also Pfund mal 100. Hier 600 Fuel haben wir dann. Wir könnten es auch über diesen Multi-Display-Anzeiger hier anzeigen lassen. Um genau zu sein, haben wir 583 Pfund drin. Ihr seht, das grüne Licht aktiviert. Ist jeweils bei dem jeweiligen Modus. Ich könnte die Batterie anzeigen lassen oder andere Dinge, ne? Batteriespannung 19 und die Rotordrehzahl 100. Gut, ich lasse es mal so. Hier sehen wir den Öldruck, Öltemperatur und hier auch. Wir haben ja einmal den Main Rotor und haben auch vom Motor und hier hinten XMSN. Was könnte das? Bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Weiß ich noch nicht. Naja, egal. So, das sind die Ventilation, Puls, Trigger, Pilot, Co-Pilot. Die brauchen wir jetzt nicht. Lass mal. Ja, ansonsten können wir hier noch arbeiten mit White Hot, Black Hot. Gain Level, die Symbology können wir umstellen auf Weiß, Schwarz oder Kontrast verändern und so weiter. Habe ich mir alles eingerichtet und ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, die Mühle läuft. Wir heben ab. Wir schauen noch kurz auf die Karte, genau. Wir wollen ja wissen, wo hier ein Ziel ist. Wir befinden uns hier zunächst mal in Minak oder Minak oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Mein Rufzeichen Fred Connor, mein Rufzeichen ist Azrael 12. So, Waypoint 1 ist unser Flughafen. Wir schauen mal auf der Map. Die kleineren und leichteren Ziele wären angeblich hier auf Adler. Easy.
Adler. Aber hier ist ein Zielpunkt markiert. Ich hebe jetzt erstmal ab. Ich kann mir auch einen Konvoi kommen lassen und so weiter, aber wir wollen das erstmal hier wegen den Grundlagen. Wir werden mal losfliegen jetzt. Und vorsichtig die Mühle in die Luft bringen. Check Throttle Control. Okay, wir landen nochmal kurz. Check Throttle Control. Was ist mit dem Throttle? Okay, Governor, das habe ich ja alles. So, jetzt. Okay. Gut, weiter geht's. Ich hatte den Throttle noch nicht komplett aufgedreht. Und, Funk 5. Funk 1. So. Ja, also ihr seht, zwei, dreimal bin ich jetzt schon geflogen. Es ist noch nicht perfekt, aber ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass es schon wirklich etwas besser funktioniert. Ich versuche halt, mir bestimmte Ziele zu setzen, wie vielleicht so einen Weg entlang zu Havan mal. Oder, ja, um eben die Kiste, das Gefühl dafür zu bekommen. Ja, okay. Dann gewinnen wir mal an Höhe und fliegen mal über unseren Stützpunkt raus. Da geht's in die Feindes-Area und dann klären wir erstmal Feinde auf. Okay. Hier vorne in der Fensterscheibe haben wir auch so einen Zielmarker. Der ist aufgemalt mit einem Grease Pencil. Vermute, so heißt es. Den können wir mit links nach oben unten verschieben, mit rechten Mausbutton nach links oder rechts. Da kann man den anpassen. So, jetzt schauen wir nochmal auf eine Map. Wir sind gestartet. Und wie gesagt, hier gibt's wohl ein Target, dann werden wir da mal hinfliegen. Hier haben wir auch unseren Kompass, alle Angaben, dass er östliche Richtung war. Südost sogar, würde ich mal sagen, fliegen wir auch in genau diese Richtung. Könnt jetzt den Autopilot reinmachen und ihm die Richtung vorgeben, er würde dahin fliegen. Wir sind jetzt von der Höhe her 2400 hoch, aber in absoluter Höhe und hier sind wir bei 1400 Höhe, Radar-Altimeter. Also die tatsächliche Höhe bis zum Boden. Wir fliegen mit 105 Knoten. Das sind dann so um die 220 km/h oder so. Oder vielleicht sogar 230, 240. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ne, doch, könnten sogar 250 sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe die Umrechnung jetzt gerade nicht im Kopf. Hier ist unser Flugplatz, von wo wir gestartet waren.
Hier stehen ein paar Chinox. Ja, genau. Wollte nochmal auf die Map zurück, um zu überprüfen, wo es hingeht. Oh, wir fliegen komplett in die andere Richtung. Wir müssen hier hin. Das heißt einfach östliche Richtung. Ja. Gut, dann doch Richtung Ost. Aber ich finde, der ist geil gemacht, der Hubschrauber, und auch der Sound. Naja, das ist einfach herrlich. Was haben wir denn hier temperaturmäßig? 15, 16 Grad. So, müssen etwas mehr turnen. Richtung östlich, Richtung East. Okay, hier haben wir East. Sieht doch einfach geil aus, oder? Was wir aber machen, wenn jetzt das ein tatsächlicher Kampfeinsatz wäre, ist natürlich Quatsch, jetzt die Anti-Collision-Lichter da weiterhin anzuhaben, ne? Weil, haben wir noch irgendwelche Lichter an? Die Position-Lichter, wenn ich das... Positionslichter, wenn ich es richtig sehe. Sind die da an oder nicht? Da hinten... Ah, doch. Okay. Lasst mich mal schauen. Auf. Radar Troopkin. Radar Troopkin. Was bedeutet das? Da weiß ich auch noch nicht, was das für eine Meldung ist. Hört sich für mich an wie Radar Troopkin. Ob das so stimmt, keine Ahnung. Light. Dim. White. Green. Hier kann ich von weiß auf grün umstellen. Light off. Position light. Off. Aber das war ja auf off. Na, jetzt ist es an. Okay, das sah einfach nur aus, als wäre es an. War es dann aber wohl doch nicht. Alles klar. Zurück. Wo ist es jetzt hier? Nein. Off. Genau. Okay. Dann sind wir jetzt auf unserem Weg. Östliche Richtung. Hier bei unserem Co-Piloten. Gut, da hat jetzt dieses Sonnendings an. Das nervt mich ein bisschen. Ich mach's doch wieder raus. So, weil dann sehe ich hier, kann ich die Gerätschaften hier besser ablesen. Ne? Den Laser gehe ich mal auf Arm. Genau. Wenn ich den von Hand jetzt einrichten, ausrichten will, das MMS, kann ich hier mit der Slew-Funktion das tun. Ich möchte mal jetzt die Entfernung zum Beispiel hierauf ermitteln, dann laser ich. Dann kriege ich hier oben bei Range 5119 Fuß angezeigt. Ja, gut. Also 5 Kilometer. 5 nautische Meilen, sorry. So, wir fliegen hier. Israel 12. Israel 12. So, hier ist die Target Zone. Wie weit ist das weg? Wir nehmen mal ein Lineal zur Hilfe. Wäre in etwa weg. 7,24 nautische Meilen. Bei 70 Grad etwa. Ich gehe mal auf den Pilotensitz und wir drehen mal ein auf 70, 60, 70, 80, 90. Okay, so hier. Dann schauen wir mal, ob wir in der Target Area mit unserem Pod schon was auffassen können. Und jetzt kommt unser Autopilot ins Spiel. Ich aktiviere hier mal den Autopilot. Roger that. Hover. Alright, let's see if I can pick up a stable hover. So, er soll jetzt hier hovern.
Wir sind zu hoch. Der Radarhöhenmesser misst nichts mehr. Nur der barometrische 3180. Und hier seht ihr, wir sind in einem schönen Hover. Ah, hört euch mal den Sound an. Oh. So geil. Okay, wunderbar. Dann switche ich mal wieder vom Pilotensitz zum Co-Pilot und schau mal, ob sich da was erkennen lässt. So. Ich habe hier noch, wir haben hier Zoom-Möglichkeiten und zwar Narrow, viermal Zoom. Das hier ist Wide, sorry. Wide Field of View. Da können wir bis zu viermal zoomen. Oder der Narrow Mode. Da können wir auch bis zu viermal. Zweimal und viermal. Viermal slaven. So, wir müssen jetzt ungefähr 6 nautische Meilen entfernt sein. Ich lese mal. Range 9000. Das heißt, wieder ein bisschen zurück. Vielleicht hier. Dann sind wir bei 7000. Und hier in diesem Gebiet, wenn ich es richtig interpretiert habe auf der Karte, da müssten, hier sind wir bei 5700, also irgendwo hier müsste sich was, okay. Ich kann ihn zentern lassen wieder. Dann geht er auf 0. Und dann müsste er im Prinzip genau nach vorne ausgerichtet sein. Oben der Mast, ja, ist er. Okay, da gucken wir hin. Wenn ich wieder auf manuell gehe, geh mal nach unten, weil oben sehen wir ja nichts. Klar, guck mal in den Himmel. So. Ah. Was haben wir da? Da ist Dreck auf der Linse scheinbar. Wir lasern nochmal. 15.000. Uha. Ihr seht, was für eine gute Optik, wie weit man damit schauen kann. 5.000. Hier wären wir bei 6. Das hier wären 7. So. Jetzt müssen wir echt mal auf der Karte gucken, was hier eigentlich sein soll. Okay. Wir haben hier 7,26 nautische Meilen. Schauen wir nochmal. Bei 73 Grad oder 0,67 Grad, da ist bestimmt die magnetische Deklination dabei. Also 0,67 wahrscheinlich, das sind 5 nautische Meilen. Ah, okay, 5,46 nautische Meilen. Dann müssen wir noch etwas weiter runter und wir gehen mal in den White Mode, lasern mal. 5000, okay, 5000 wäre hier, wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts, also die Umgebung suchen wir jetzt mal ab, ob wir hier irgendetwas schon entdecken können oder sehen können. Was ist da bei den Bäumen? Kann ich noch näher dran irgendwie? Ja, hier, oh ja. Guckt mal, was man da hier für einen Zoom machen kann, oder? Ist schon krass, ne? Gucken wir uns mal das Dorf oder die Stadt oder was auch immer das sein soll hier an. In dem Bereich soll wohl was sein. Ich weiß noch nicht, ob das schon aktiv ist. Bin mir da noch nicht sicher, wie das genau funktioniert. Also in dieser Mission halt. Es könnte auch um die Stadt drumherum irgendetwas sein. Was haben wir denn hier? Das sind so kleine Flecken. Oder ist das nur von der Kamera? Na, scheinbar nur von der Kamera. Okay.
Tja. Also bisher konnte ich nichts entdecken, gell? Bisher konnte ich nichts entdecken. Was steht denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? Nee. Ich könnte natürlich den Kontrast jetzt etwas verändern und so weiter. Irgendwo konnte man auch Black Hot, White Hot einstellen. Und mit anderen Kontrastarten hat man vielleicht auch, entdeckt man vielleicht auch andere Sachen etwas besser. Okay. Mache ich eine kleine Pause rein und ich werde mal Ziele suchen. Das ist für euch jetzt, dauert zu lange. Ich schau mal, bis gleich. So, hi Leute, ich habe hier was gefunden. Hier sind so ein paar, ja, was soll man das sagen, Rebellen, wie nennen wir sie? Okay, auf jeden Fall Feindkräfte, sagen wir mal so. Welche Gruppierung oder Glaubens- oder sonstige Dinge, die jetzt angehören, ist erstmal Wurst. So, das ist aber nicht dort, wo ich sie vermutet hatte, darum habe ich auch nichts gefunden. Sondern das ist weiter hinten. Es ist eine Stadt am Rand, am Anfang. Rechts außen stehen die. Was könnte das denn sein? Hinter der Stadt nochmal, da gucke ich auf der Karte. Das hier ist die Stadt, die ich beobachtet hatte, wo wir jetzt drauf gucken. Und hinten dran im Prinzip. Also wenn ich richtig liege, habe ich scheinbar entweder das oder das hier jetzt beobachtet. Ich glaube, ich habe hier rauf geguckt. Oh ja. Wir machen mal die Satellitenkarte drauf. Na klar, ich habe das hier beobachtet. Ja. Und das war's natürlich nicht. So, dann schauen wir mal auf der Karte. Die Frage ist aber halt, warum? 5 nautische Meilen. Mach das weg. So, oder hatte ich diese hier beobachtet? Dann stimmt doch mein Lasermessgerät gar nicht. ...74 Grad von mir aus. 74 Grad. Also das hier war es nicht. Dann war da noch eine Stadt. Die Orientierung fällt mir halt schwer. Oder sollte es doch das hier sein? Okay. Lass mich noch mal schauen. Ah, hier, da ist es doch. Laser mal kurz. Wie weit ist das Entfernung? 7, Range 7. Komisch. Das stimmt mit den Angaben der Karte nicht überein, aber egal. Aber egal. So, ich weiß auf jeden Fall, das hier sind meine, die Dinger, die ich bekämpfen will und muss. Dann würde ich erstmal den Truck hier bekämpfen wollen. Ich markiere den einfach mal. Ja, jetzt müsste man halt wissen, wie die Auswahl hier funktioniert, gell? Com Functions, nein, Last Menu.
so zum Feiermischen. Feiermischen. Last Menu, Shutdown. Wie kann ich ihn wieder an das Ding? Okay, das sind die Dinge, die ich noch nicht weiß, wie das funktioniert. Jetzt habe ich einen Marker. Okay. Was kann ich hier mitmachen? Ah, okay. Kann ich wieder einen Track machen. Und dann auch wieder zurückspringen. Na gut. Weapon-Page. Ich werde mal die Rockets oder die Gun auswählen. Ne, die Rockets. So, wählen wir die Rockets aus. Wir springen auf den Sitz des Piloten. Come on. Rockets. Ja. Wir machen den Autopilot. Autopilot raus. You have the controls. Ja, wenn du den Autopilot rausmachst, das ist immer irgendwie ein bisschen... Was ist denn jetzt? All right, let's see if I can pick up a stable hover. Must talk time limit 0. Was will er denn? Warum? Was? Talk Time Limit? Okay. Was ist denn mit diesem... Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem war. You have the controls. Okay, ich hab die Controls. So. Weapons. Ja, jetzt ist natürlich alles weg. Mein Mast hat denn auch Mimi drauf. Ah. Das war scheiße. Ja, durch die... Ich weiß gerade gar nicht, was los war. Irgendwas ist total durcheinander gekommen. Jetzt weiß ich... Hier kommt eine Sonnenspiegelung. Da denke ich immer, da schießt jemand auf mich, wenn ich rüber gucke. Jetzt habe ich die Orientierung komplett... Tut doch komplett auf Hallo. Oh ne, jetzt klinken sich noch die. Ich hasse es. Es ist manchmal echt zum Mäusemelken hier. So, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Und hab den Target natürlich auch verloren. Hab alles komplett. Alles komplett. Scheißkram, gell? Ah, ja.
Okay. Roger that. Autopilot Hover. Jetzt versuche ich nochmal hier die Targets irgendwie zu akquirieren. Wie kann ich das machen, dass er stabilisiert bleibt? Wo dreht er sich denn hin? Warum dreht er sich, ist die Frage. Er schaut nach in diese Richtung. Und mein Bild hier? Oder versucht er den... Uff, also es, ich habe gerade richtig die Orientierung verloren, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, total die Orientierung verloren. Okay, ich richte nochmal aus auf 0, dass er Kerzen geradeaus guckt. Die Frage ist, sehe ich von hier aus, wo bin ich denn hin ausgerichtet? Eigentlich genau darauf. Soll's tavern. Alright, let's see if I can pick up a stable hover. Naja, deshalb hat er sich bewegt, hat noch nicht richtig gehabert. Oh ja. Great, great. Und das möchte ich, dass es stabilisiert bleibt. Komm, wir lasern mal. Range 4000. 5000. So weit sind wir aber, glaube ich, gar nicht weg, oder? Jetzt finden wir wieder das Dorf hier. Wie nah bin ich denn dran oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Okay, die Orientierungssache hier ist etwas tricky. Etwas sehr tricky. Komm, mach's Lineal nochmal rein, obwohl hier die Entfernung mit meinem Mounted Mastzeit gar nicht übereingestimmt hat. 3,7. Das sind zwei Städte jetzt vor mir. Links, eine rechts. Eine links, eine rechts. Und mittendurch muss ich gucken. Eine links, eine rechts, aber das sehe ich vermutlich nicht, weil ich eh schon zu nah dran bin. Nochmal. Range 3000. So, was sehe ich denn vom Hubschrauber aus? Okay, da ist die Stadt links. Die rechts. Gucken wir mal vom Pilot aus. Von rechts. Das ist die Village hier. Oh. Okay, komm. Dreh dich mal nach rechts. Weil irgendwie habe ich... Das sieht mir nämlich aus als zwei Kilometer. Hier, das müsste es sein. Weil da hatte ich doch was entdeckt. Komm, lass mal den Zoom. Ja, na klar, das sind sie doch, die Freunde von vorhin. So, und jetzt will ich den aber markieren. Wie geht das? Wenn ich jetzt abdrücke, dann feuert er eine Rakete. Das will ich nicht. Oh, wie war denn das? Wie kann ich denn das machen? Tracker Feature. Was müsste ich denn jetzt hier eingeben?
Mark. Kann ich denn markieren? Mark? Auto Queue Off Record. VTR Control Page. Normal Track. Was kann ich denn machen? So, hier. Fire Laser. Hier geht nichts. Was ist das? Point Track. Drücken wir mal Point Track. Okay, der ist markiert. Müsste er ihn dann nicht verfolgen? Tracker Feature. Normal Inverted. Ah. Normal Inverted. Allerdings. Verändern wir mal den Kontrast, ha? So, wenn ich jetzt lasergesteuerte Raketen dabei hätte, könnte ich was tun. Im Endeffekt, was mache ich jetzt? Ich habe meine Rockets, ja. Auf dem Bildschirm. Und das Ganze ist jetzt weg, 2000. Mal gucken, wenn ich den Autohover rausmache. Achtung, jetzt geht's gleich wieder ab. Roger, you have the controls. Mist, und er ist wieder nicht drauf stabilisiert. Keine Ahnung, da muss ich mir nochmal irgendwie nochmal einlesen. Aber da unten sind die Feinde. Ich werde tiefer gehen. Speed, wir sind etwas zu schnell. Und wir drehen ein. Da unten haben wir unsere Feinde. Ich werde jetzt mal Rockets, oh, die schießen auf uns. Scheiße, das war nix. Ui, ui, ui. Oh, wo schießen die denn? Wo schießt die denn hin? Uff. Come on. Dreh dich. Scheiße, Mann. Ja, jetzt schießen sie nicht mehr. Okay. Switch to Guns. Scheiße. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Das war ein Satz mit X, war überhaupt nichts. Verdammt, noch eins hier. Schießt denn da? Mama. Alter. Alter, Jesus.
Aber da hinten wären noch Feinde gewesen. Was war das? Was ist denn da hinten? Alter. Haben wir die Mütze voll gekriegt. Das ist aber, wenn man sein Fahrzeug halt nicht beherrscht und nicht... Was schießt denn von hier? Irgendwo hier? Aha, schau mal an. Das sind also noch mehr. Tja, da wurden wir total abgerippt. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas Spaß gemacht und beim nächsten Mal geben wir es den Fuck an. Seid mit dabei. Wenn wir die platt machen. Tja. Das ist bad ausgegangen. Für uns. Das war's. Okay, macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Sorry. Wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir das Ganze besser. Im Cockpit sitzt Fred Connor, der Pilot der Nation. DCS, sein Spielplatz, seine Leidenschaft in Aktion. Mit der F-18 Hornet fliegt er übers Meer. Auf dem Flugzeugträger Action immer mehr, oh yeah. Die Freiheit hört über den Regen, fällt die F-18 Hornet über alles wacht. Flugzeugträger Action, Abenteuer, das uns trägt. Mit Fred Connor am Steuer fliegen wir, wohin der Wind uns weht. Fliehe, wohin der Wind uns weht. Die Freiheit über den Wolken, ein Traum wird wahr. Fred spürt den Wind, DCS, ein Universum virtuell und doch real. Im Sturm und im Regen, Fred fliegt durch die Nacht. Seine F-18 Hornet über alles wacht. Flugzeugträger Action, ein Abenteuer, das uns trägt. Mit Fred, Connor und Steuer fliegen.